Ich habe vor ein paar Tagen Gelegenheit gehabt, mit einer Reihe von Herrschaften aus dem Publikum zu sprechen. Und da war eine sehr kluge Dame dabei, die sagte, ich finde, ihr macht das im Fernsehen immer alles so wahnsinnig ordentlich. Und auch die Talkshow ist so ordentlich. Es müsste alles ein bisschen unordentlicher sein. Ich werde mir also große Mühe geben, heute eine möglichst unordentliche Sendung zu machen. Ich würde glauben, dass Sie, Herr Scholz, mit mir einig sind, wenn wir jetzt unseren zweiten Gast nicht gar zu lange warten lassen und wenn wir vor allen Dingen unsere Zuschauer nicht zu sehr auf die Folter spannen. Ich bitte darum. Ja, ich habe also die große Freude, meine Damen und Herren, Ihnen jetzt unseren zweiten Gast anzusagen. Sie hat sich in Deutschland und im deutschen Sprachgebiet sehr rar gemacht. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Sie hat sich auch im Fernsehen sehr rar gemacht. Sie ist ängstlich. Sie hat eine gewisse Scheu vor Menschen. Und ich glaube, Sie könnten ihr sehr helfen, wenn Sie sie jetzt herzlich begrüßen. Romy Schneider. Darf ich helfen? Liebe Romy Schneider, ich bin sehr glücklich, dass Sie in die Show gekommen sind. Ich habe gerade davon erzählt, dass auf dem Flugplatz die Menschen sehr viel über diesen Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Foreman gesprochen haben. Aber fast genauso oft wurde die Frage an mich gerichtet, ist Romy Schneider da? Kommt sie? Ist sie da? Also jetzt ist sie da. Offenbar hatten viele Leute das Gefühl, Sie würden nicht kommen. Offenbar hatten Sie irgendwo gelesen, Sie hätten so große Scheu oder Sie würden so wahnsinnig ungern über sich selber reden. Das stimmt, ja. Warum, wo kommt denn das her? Ja, ich... Ist das eine übergroße Bescheidenheit oder... Nein, nein, nein. Ich bin wirklich nervös im Moment und das ist nicht mein Metier. Jetzt. Es ist aber doch das Metier eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, sich zu präsentieren, egal eigentlich, was für eine Form es nun ist. Wenn Sie zum Beispiel sich jetzt vorstellen, dass das eine Rolle ist, die Sie spielen, oder dass das ein Teil einer Rolle wäre, wäre es ganz einfach, nicht? Ja, außerdem ist es, glaube ich, leichter, andere über sich reden zu lassen, als selbst von sich zu sprechen. Ja, naja, sicher. Aber ich meine, das ist eben das Wesen unserer Sendung, dass Menschen hier über sich sprechen. Nachdem es ja in Ihrem Fall so ist, dass Sie nicht nur über sich sprechen müssen, sondern über Ihre Filme, die ja alle, von denen ja eine ganze Reihe jetzt in Deutschland gerade läuft, nämlich Das wilde Schaf läuft, Trio Infernal läuft und morgen hat ein anderer Film Premiere. Le Train. Es ist also genügend Stoff da, über den man reden muss, ohne dass man jetzt nun unbedingt Romy Schneider in ihrer Intimsphäre attackieren muss. Nein, nein, ich habe... Wo sind Sie jetzt hergekommen, Romy? Aus Nizza, aus Saint-Tropez in Nizza. Ich drehe dort mit Chabrol einen Film. Wie wird der Film heißen? Les Innocents aux mains sales. Aha. Ich kann sehr schlecht übersetzen. Mit den schmutzigen Händen. Mit den schmutzigen Händen, ja. Mich würde etwas interessieren. Wir haben eine ganze Reihe von Fotos vorbereitet. Ich weiß nicht, ob schon welche zu sehen waren. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe mir verschiedene Filme angesehen. Es hat nie eine so schöne Romy Schneider gegeben, wie sie jetzt aussieht. Es hat aber auch noch nie eine so umstrittene Romy Schneider gegeben, wenn ich zum Beispiel an den Film Trio Infernal denke. Weil das ein Film ist, wo diese Romy Schneider, die ja viele Menschen hier allerdings noch mit einem sehr alten Image in Erinnerung haben, nämlich als Sissi. Übrigens, hier ist ein Bild als Lysistrata mit Fritz Kortner. Ja. Und hier ist also die Sissi mit dem Karl-Heinz Böhm. Weil die Menschen in diesem Land eben nicht damit fertig geworden sind oder sich nicht abgefunden haben, dass Romy Schneider eben natürlich heute nicht mehr die Sissi sein kann. Ich war auch nie Sissi. Sie haben es gespielt. Sicher. Und die Leute haben Sie aber so damit identifiziert,
dass Sie halt für die Leute... Diese drei Filme haben mir sehr geholfen. Mir geholfen, in ein anderes Land zu gehen, in einem anderen Land in Frankreich zu arbeiten. Mhm. Aber man sollte doch nicht die Person mit der Rolle verwechseln. Ja, das ist völlig richtig. Das betrifft auch das Trio. Ja, natürlich. Aber was bringt nun eine so berühmte, große Schauspielerin, wie Sie es nicht nur nach meiner Meinung, sondern nach der Meinung namhafter und wirklich Bescheid wissender Regisseure sind, was bringt eine solche Schauspielerin dazu, eine Rolle zu spielen, wo sie Dinge tun muss, die sicherlich an ihre menschliche Substanz grenzen oder wo sie Dinge tun muss, die einfach psychologisch wehtun müssen. Kann man das alles damit erklären, dass man es nur spielt und dass es eben eine Rolle ist? Wie würden Sie das sehen? Gerade in Bezug auf Trio. In Bezug auf Trio, die Person Philomène Schmidt. Ja. Wie sie heißt, also diese Rolle, die ich gespielt habe im Trio, hat mit meiner Person überhaupt nichts zu tun. Und deshalb ist es reizvoll, das zu spielen. Mhm. Und ist das aber nicht so, dass man da... Das ist doch verständlich. Das ist völlig verständlich. Aber trotzdem ist das nun ein Film... Sonst hätte ich ja noch 50 Sissis machen können. Ja, richtig. Nein, aber ich meine, Sie haben ja auch für andere Filme gemacht, wo es nun nicht unbedingt derartig krasse Szenen wichtig sind. Also wenn ich an den Film Le Train denke, so gibt es zwar auch dort Liebesszenen. Aber die Rolle im Train, die Anna Kupfer im Train, diese Frau steht mir sehr viel näher als die Philomène Schmidt. Und das war einer der Gründe, warum ich diese Rolle spielen wollte, den Film machen wollte. Abgesehen davon, dass ich das eine ganz besonders schöne Liebesgeschichte finde. Es ist auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, vor einem schrecklichen Hintergrund. Und ich glaube, ich kann, hätte mich in, während dieser Zeit, was diese Person betrifft, die Anna Kupfer, genauso verhalten, genauso gelebt, selbst mit aller Angst, wenn man weiß, dass man nur noch ein paar Wochen zu leben hat. Wer ist Anna Kupfer? Anna Kupfer ist eine deutsche Jüdin, die... einen Franzosen kennenlernt. In diesem Zug? In diesem Zug. Sich in ihn verliebt. Und letzten Endes all ihre Angst vergisst. Nicht ganz, aber sie vergessen will. Und sagt, gut, ich habe das noch zu leben, so und so lang. Und jusqu'au bout. Der Partner ist Jean-Louis Trintignant. Und das war sehr schön, mit ihm zu arbeiten.